Hallo, heute möchten wir euch gerne mitnehmen zum El Puertito de Agua Verde, also zum kleinen Hafen von Agua Verde, den man nur mit 4x4 anfahren sollte. Dort stehen wir zwischen zwei Hügeln und zwei Stränden und dürfen eine wunderbare Zeit erleben. Wir erkunden die nähere Umgebung und können bei Niedrigwasser zu Fuß am Strand entlang zum Strandrestaurant des Ortes Agua Verde gehen und im dortigen Mini-Market einkaufen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wünschen euch alles Gute. In diesen sogenannten kleinen Hafen von Agua Verde möchten wir und schaffen es auch. Doch zuvor zeigt uns das Navi 2 Stunden Gravel Road an und wir bleiben abends zunächst im Ort Agua Verde am Strand. Auf Nachfrage wurde uns gesagt, das seien Tölpel. Sind das vielleicht Weißbauchtölpel? Wenn ihr weiterhelfen könnt, schreibt es gerne in die Kommentare. Vielen Dank! Das sind Rotkopfgeier, die dort kreisen. Geier sitzen in der Palme. Braunpelikane. Rotkopfgeier auf dem Boden. Am Morgen waren es zu unserem Ziel 3 Kilometer, für die wir eine Viertelstunde brauchten.
nachdem wir von unseren Nachbarn Kathy und Pato und anderen willkommen geheißen und mit der Örtlichkeit vertraut gemacht wurden, erkundeten wir zu Fuß die nähere Umgebung. Varellkaktus in Blüte. Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Die Rotkopfgeier saßen in der Sonne und einige hatten ihre Flügel ausgebreitet. Wir trafen Tembo Traces, der auch andere Trucks farbig gestaltet. Unser Sonntagsspaziergang führte uns bei niedrigem Tidestand am Meer entlang von El Puertito, also dem kleinen Hafen, zum Puerto, also zum Hafen von Agua Verde. Da standen sie, Papa-Bär, Mama-Bär und Baby-Bär. Diese Palapas, palmgedeckte Unterstände, waren zu vermieten. Für 200 Pesos, also 11 Euro am Tag. Im Restaurant Brisa del Mar von Eleonor aßen wir zum ersten Mal in Mexiko auswärts. Fischtaco mit frisch gepresstem Orangensaft in diesem Ambiente. Das ist der Eingang zum Minimarket, wo wir Maismehl und Ziegenkäse kauften. So gestärkt und bevorratet traten wir den Rückweg an. Das Meer bot Nahrung für alle. Möwen, Pelikane und die Rotkopfgeier fraßen ohne Streit den Fisch direkt vor unserem Fenster.
Für uns war es hier der Ruheort schlechthin. Vier Tage später zogen wir am Strand entlang los, um bei Eleonor Fischtacos mit frisch gepresstem Orangensaft am Strand zu genießen und im Minimarkt unsere Vorräte aufzustocken. Zurück ging es die Offroad-Strecke über Hügel zurück zu Rumpel. Unser heutiger Spaziergang führte uns in die östliche Bucht. Die fußläufige Vielfältigkeit um Rumpel herum war faszinierend. Fischreiher. Hier die Stimmung vor Sonnenaufgang. Und unsere Nachbarn im Aufbruch.
Auch wir gingen hier heute ein letztes Mal am Strand entlang und sahen in der Ferne Delfine. Auch dieser Nachbar hatte Agua Verde verlassen. Wir durchquerten die Baja California Sur von Ost nach West an die Pazifikküste, hier noch auf Gravel Road. Wir füllten Wasser auf und kauften Tortillas. Hier sind wir in Puerto Adolfo López Mateo am Pazifik angekommen. Fischreiher am Mangrovenstrand. Thank you.
So, das war's für diesmal. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Und wenn euch der Film gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal. Beim nächsten Mal erkunden wir die Pazifikküste, die ihr im Hintergrund seht, auf der Suche nach Walen. Was sich daraus ergeben wird, das erzählen wir beim nächsten Mal. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute!